Geht's euch nach 3 Jahren auch so? Ihr fragt euch, was macht ihr eigentlich mit diesem ganzen Brot, das sich stapelt, stapelt und noch weiter stapelt? Und irgendwie wird man es auch nicht los, egal wie man sich bemüht, es stapelt sich immer weiter. Nun, jetzt haben wir mit dem Update endlich die Möglichkeit, es super gut und super schnell loszuwerden. Denn wir gehen auf die Erkundung. Und außer bei 12.12 funktioniert das Plündern hervorragend. Denn dieser kleine Button hier unten bedeutet, ihr klickt drauf und ihr habt das Level beendet. Jetzt kann man das natürlich immer und immer wieder machen und bekommt ganz, ganz viele Belohnungen. Nun, irgendwann ist das Brot aufgebraucht. Was machen wir jetzt mit den ganzen Belohnungen? Und da kommt wieder das Entscheidende ins Spiel, denn ihr geht natürlich hierhin und recycelt alles Mögliche, was ihr jetzt ohne Ende ranpackt, und dafür bekommt ihr dann natürlich auch die Kisten. Und was machen wir mit den Kisten? Wir lösen sie ein, wir haben dann 2000 Kisten, das ist das Maximum, was wir darüber abbekommen können, und natürlich, wir holen uns die Skin-Tickets und hoffen, dass wir im Skin-Shop dann auch entsprechend relevante Sachen bekommen. Dafür lohnt es sich, und ich bin wirklich dankbar, dass wir diesen Button bekommen, denn so können wir unser ganzes Brot endlich loswerden. Ich würde nur empfehlen, übertreibt es nicht, denn plötzlich kommen gegebenenfalls neue Sachen dazu, wo wir Brot wieder brauchen können. Daher nutzt es, um eure täglichen Kisten zu bekommen für den Skin-Shop, für die Skin-Tickets, damit ihr den Skin-Ticket endlich auch coole Sachen kaufen könnt. Aber verballert nicht das ganze Brot auf einmal, habt immer noch einen guten Stock übrig, damit, falls sich irgendwelche Änderungen ergeben, mit denen wir bei Brot irgendwas Sinnvolleres machen können, damit ihr davon noch genug habt. Das sind meine Empfehlungen zu der Änderung, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, das ist jetzt super, um euer Brot loszuwerden. Dazu kommt natürlich, dass wir dann bei den täglichen Aufgaben es deutlich schneller schaffen, denn über die Erkundung können wir sehr viele Punkte bekommen und es ermöglicht, viel schneller die täglichen Aufgaben zu erfüllen.